Schon auf IFA ja, mehrmals getroffen, auch ja. Viel Interesse gemacht. Jetzt sind Sie auch sozusagen zu den Buchautoren gegangen oder unter Buchautoren gegangen. Vielleicht können Sie darüber kurz erzählen. Ja, also es geht um dieses Buch, ziemlich dick. Das heißt Hörpioniere, wie das Cochlea-Implantat nach Deutschland kam. Und das Thema ist eigentlich, dass es seit jetzt etwa 40 Jahren möglich ist, dass Menschen, die taub sind, also die entweder komplett ertaubt sind im Laufe ihres Lebens oder auch gehörlos schon zur Welt kommen, dass die mithilfe von Technik tatsächlich hören und auch gesprochene Sprache verstehen können. Darum geht es erstmal so als Aufhänger mit diesem Cochlea-Implantat. Ist das möglich? Und wie gesagt, die eigentliche Therapie begann vor etwa 40 Jahren, zumindest in Deutschland, in Australien schon etwas früher, auch in anderen Ländern, dass sich die Therapie etabliert hat, hat aber ganz wesentlich mit Deutschland und insbesondere mit der Klinik in Hannover zu tun. Da ging das so richtig los. Heute leben etwa 55.000 Menschen allein in Deutschland, Kinder, Erwachsene, Senioren, mit einem oder auch zwei Cochlea-Implantaten. Ja, und wie das Ganze begann, ist eigentlich so Teil eines alten Menschheitstraums. Also der Mensch hat ja eigentlich schon immer davon geträumt, ein Stück Natur mit Technik nachzubauen. Ja, das gibt es schon in der Antike mit Ikarus, Prometheus, der also die Menschen aus Staub nachbauen möchte und dann Ärger mit Zeus kriegt. Das setzt sich fort bis in die Industriezeit, in die Moderne. Wir kennen Geschichten wie Frankenstein, Metropolis, Star Wars ist voll von Cyborgs, von künstlichen Menschen. Ja, und dieses Cochlea-Implantat ist tatsächlich ein Stück gelebter Traum, also dieser Menschheitstraum des Nachbaus der Natur. Denn das menschliche Gehör, das natürliche menschliche Gehör, ist ein ganz perfektes Ding. Wahrscheinlich wird man es niemals vollendet nachbilden können, aber es ist eben möglich geworden, taube Menschen auch hören zu lassen. Und was habe ich nun mit diesem Buch gemacht? Das ist keine theoretische Abhandlung, sondern ich habe Zeitzeugen befragt. Ich habe Menschen befragt, die vor 40 Jahren als Pioniere mit dieser Therapie begonnen haben. Da sind Ärzte und Audiologen dabei, auch Pädagogen, die also vor allem sich um die Kinder dann gekümmert haben, die also erstmal Sprache mit dieser Technik erlernen mussten. Da sind aber auch Patienten dabei der ersten Stunde, die damals bereit waren, sich dieser Therapie zu unterziehen, wo keiner vorhersagen konnte, was dabei herauskommt. Oder eben auch Kinder von damals und deren Eltern, die also entschieden haben, ihr Kind dieser Therapie anzuvertrauen und auch von dieser Zeit berichten. Man muss sich vorstellen, Pioniere gehen Risiken ein, das kennt man von den Flugpionieren, ja, von Schneider von Röhm, der dann da aus höchster Höhe runterspringt und riskiert, sich die Knochen zu brechen. Bei den Hörpionieren war dieses Risiko etwas anders verteilt. Einerseits die Ärzte und Audiologen, die eine neuartige Therapie etabliert haben, aber andererseits auch die Patienten, die sozusagen diese physischen Risiken ja auch auf sich genommen haben, sich da operieren zu lassen und sich auf diesen Weg zu begeben, wo noch keiner so richtig sagen konnte, wie wird das. Wie lange hat es gedauert? Die eigentliche Arbeit am Buch hat etwa 2,5 Jahre gedauert. Ich habe, wie gesagt, Zeitzeugen befragt. Das waren teilweise auch schon ältere Herrschaften. Eine Anfang 90-jährige Interviewpartnerin war die älteste. Es ging hier auch darum, ein Stück Medizingeschichte, Technikgeschichte, Zeitgeschichte festzuhalten, die irgendwann einfach weg gewesen wäre, weil sich niemand mehr daran erinnert, keiner mehr da ist, der das miterlebt hat. Und das ist in diesem Buch versammelt. Ist halt ein Buch, was sich an alle richtet und für alle populär geschrieben, leicht verständlich, an alle richtet,
die sich für dieses Zusammenleben von Mensch und Technik interessieren. Natürlich auch Ärzte, Audiologen, hörgeschädigten Pädagogen, aber nicht nur. Und insbesondere natürlich richtet sich es an die Menschen, die mit dem Cochlea-Implantat leben. Das sind, wie gesagt, jetzt schon 55.000 geschätzt in Deutschland allein. Man geht aber davon aus, dass das über 1 Million sein könnten. Und natürlich ist diese Geschichte, diese Medizingeschichte auch ein Teil der Geschichte jedes dieser einzelnen CI-Träger, die mit dieser Technik Tag und Nacht leben und eben jeden Tag damit hören und kommunizieren. Wie wurde dieses Buch aufgenommen? Bis jetzt sehr, sehr gut, sowohl bei den Profis, also ich habe tolle Rückmeldungen von Ärzten, von Audiologen und Pädagogen bekommen, aber insbesondere auch bei den Cochlea-Implantat-Trägern. Ich habe jetzt mehrere Präsentationen und Vorstellungen gemacht vor CI-Trägern speziell, auch vor einem großen Publikum. Und ich bin hocherfreut über die Rückmeldungen, also dass einfach das so verstanden wird, das Buch, wie es gemeint war, nämlich als so eine Zeitreise in die Anfänge auch der eigenen Technikgeschichte, der eigenen Hörhilfe, mit der man eben heute oft sehr selbstverständlich schon lebt und hört und sich vernetzt, smart, mit dem iPhone oder mit dem Android-Smartphone oder auch viele hören auch Musik, können musizieren, können tanzen, haben jede Menge Teilhabe durch diese Technik und hier können Sie nachlesen, wie das alles mal begann. Sie wollten uns auch etwas kurz was zeigen? Ja, ich wollte kurz erklären, was man eigentlich unter einem Cochlea-Implantat überhaupt versteht, wie das funktioniert. Also äußerlich sieht das häufig aus wie so ein Hörgerät, ein etwas größeres. Aber das Hören ist komplett anders als bei einem Hörgerät. Bei einem Hörgerät ist es ja so, dass man eine akustische Verstärkung bekommt, also der Schall einfach verstärkt wird, damit er im Innenohr noch richtig ankommt und verarbeitet werden kann. Hier funktioniert das Innenohr, diese Hörschnecke, aber nicht mehr. Diese kleinen Sinneszellen, so kleine Härchen, die sind da so ausgegurkt wie bei so einer alten Zahnbürste und bewegen sich nicht mehr. Insofern muss man die Informationen anders übertragen. Und wie wird das gemacht? Das Implantat verwandelt den Schall in elektrische Impulse, die über einen Elektrodenträger in diese Hörschnecke übertragen werden und dann von 22 Elektroden Impulse in Richtung Hörnerv abgegeben werden. Und das Fantastische ist, dass es dem Gehirn gelingt, aus diesen Impulsen einen Höreindruck zu formen. Ja, das muss man lernen, also das ist mitunter dauert das eine Zeit, bis sich das Gehirn daran gewöhnt hat. Aber dann ist es in der Lage, Sprache zu verstehen und auch viele Menschen können auch Freude an Musik haben, können musizieren, aber vor allem kann man kommunizieren, kann auch smart kommunizieren, sich vernetzen und so weiter. Das gibt es inzwischen in zwei Bauformen, also einerseits dieser hinter dem Ohr sitzende Soundprozessor und man hat dann hier einen Magneten, ja, mit einer Spule. Und unter der Kopfhaut sitzt ein Magnet mit dem Implantat und da dockt diese Spule an. Und es gibt eine zweite Variante, da ist das Ohr frei, da sitzt hier nichts mehr und es gibt nur noch so einen kleinen Soundprozessor hier am Magnet direkt am Kopf. Ja, und das Prinzip ist aber das gleiche, es geht über den Elektrodenträger in diese erbsengroße Hörschnecke hinein und dort wird der Schall, der in elektrischen Strom, in Impulse umgewandelt wurde, als Impuls dann weitergeleitet zum Hirnnerv und vom Gehirn entsprechend als Höreindruck verarbeitet.